So, alright, Runde 1, anfangen. Sure. Geht deutlich besser. Ja, ich weiß nicht, mit dem Deck vielleicht nicht. Naja, Ja. wir haben immer noch dieses Porno-Enchantment. Das stimmt, das ist tatsächlich ziemlich mächtig. Wobei dadurch, dass Wissenschance durchaus Main-Deckable sind, verliert es ein bisschen an Power-Level vermutlich. Sie haben ja jetzt wieder ein Feature eingeführt, was ich früher extrem gemocht habe. Und dann haben sie es irgendwann weggemacht. Welches? Werde ich dir gleich zeigen. Okay, ich bin gespannt. Ja. Kommt hier Adventure Guy. Curious Der Pet. outclassed leider unser New Full Knight ganz gut. Wow, Ah, sweet. sick, oder? Und schon wieder auch den Fox, ne? Leider kann unser nächster Drawstep nicht Land und Trebuchet sein, deswegen könnte das schwierig Ich nehme werden. auch schon eine Plains. Ja, Plains wäre 1-3 ist richtig. ganz schön fies. Die sind gut. Ist eigentlich ganz cool, dass sie so einen Themenüberlap haben für das Adventure Deck und das Food Deck. Auf einer eh okayen Kreatur. Ist halt nie toll, aber. Plains. Ah. Close. Warte. Na, Ich wie wenn würde nicht. schon den Angriff machen, glaube ich. Weil es den plus 2 plus 0 Zwerg gibt, den wir bluffen können. Der. Aber den haben wir nicht gemacht. Du musst ja noch reinkommen. Der 2 plus 0, den man flashen kann. Es gibt einen 2 Mana 3-1, den ich blocken kann. Und der hat als Adventure plus 2 plus 0. Und weil man ja gegen die. Also, wenn man sich von den Adventure-Tricks uptraden lässt, dann verliert man tatsächlich Karten. Deswegen hätte es. Wobei der natürlich auch. Ein bisschen Also, ich hätte also wahrscheinlich auch Snap blockt in der gegnerischen Situation, aber es ja, wir haben ja schon ein bisschen Value liegen lassen. ja, ich verstehe deinen Punkt, der war natürlich sehr richtig. Leider hat unser Gegner jetzt so einen Reach Guy gefunden hier. Ja, okay. Gegebenenfalls im nächsten Zug den mit Dragonfire abschießen. Ja. Nach unserem Attack. Wäre schon irgendwie ganz nice, wenn die Spinne nicht mehr rumliegt. Die deklassiert unsere Handkarten ganz gut. Ja. Ja, Ogre Errant ist auch gar nicht so schlecht, weil dann das Kür also unter der Prämisse, unser Gegner hat kein Board mehr. Außer dem Curious Pair, weil das dann den Knight nicht mehr blockt. Aber vermutlich wird unser Gegner jetzt einfach ein 4-4 Trampler und unsere Bodenkreaturen sind ganz schön traurig. 4-4 Trampel. Ja, Ja. dieser Witchstalker. Der ist eine Kamme, ne? Leider ja. Er ist ganz schön krass für eine Kamme. Was kann der noch? Der kann noch irgendwas. Er macht noch ein Food, wenn er ins Spiel kommt und trampelt. Und er ist ein Non-Human für die Non-Human-Synergien. Okay, die Karte ist eher nicht so gut, glaube ich. Weiß nicht. Schade, jetzt irgendwie. Na gut, zwei Kreaturen nicht so ganz. Exile den. Warum muss man den exilen? Weil es zu krass wäre, wenn man ihn nur opfern müsste. Wait, das ist Pinocchio oder was? Nah dran, glaube ich. Cool. Wenn man ihn opfern müsste, wäre zu stark für irgendwelche Synergien. Ich weiß es, also es gibt Opfersynergie, dann würde er Sir Conrad the Grim triggern. Oh. Boah, aber nee, also ich weiß schon, das auch nicht. Vielleicht weil Opfern eher eine Card-Ability ist, die Permanence mit Farben haben. Mono-Grün, ha? Was gibt das? Plus 2 plus 1. Okay, das ist ja fair. Ist jetzt Die 2-3. Puppe wurde geupgradet. 2-3 ist aber auch nicht besonders stark. Also greift nicht an. Sie kann ja auch nicht angreifen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir einfach weitere Trebuchets legen, statt anzugreifen. Ja. Die Frage ist, was mehr Damage macht. Also das benutzt unser Mana besser und dann können wir, wenn wir Land ziehen, eventuell einen 4-Drop casten oder tappen und 3 Schaden schießen oder so. Ja gut, aber wenn wir jetzt den wegmachen, dann ist auch die Frage, was so für Tricks gibt für Doppelgrün. Plus 2, plus 2. Ist das ein Adventure? Ja. Ist eine 3-2-Kreatur für 4 Mana. Und es gibt plus 3, plus 3, was plus 5, plus 5 geben kann, wenn er ein Food opfert. Ja. Also einfach 2 Combat-Tricks, die möglich wären. Ja, weil, also
Die Line ist natürlich sehr sicher, weil da nichts interagiert. Wenn wir jetzt irgendwie angreifen und Scorchfire drauf spielen, dann hätten wir wahrscheinlich, also möglicherweise unseren Zug verschwendet. Okay, Warum? interessant. Da hat unser Gegner seinen Draft also raus. Kostet auch so viel, ja? Ich glaube, das ist eine der teureren Karten im Set. Okay. Ja, 12 Tickets. Krass. Wo spielt man die? Weiß man nicht. Tron. Neoform. Tron. Tja. Früher, als ich noch Tron gespielt habe. Da brauchte man sowas nicht. Jackson Intruder. Okay, der ist uns relativ egal. Der darf nur nicht connecten, weil sonst unsere Trebuchets abgeschossen werden. Aber die muss man sogar opfern. Sehr witzig. Ja. Ja, der ist ziemlich egal. Also der Gegner wird schon ein paar Synergien haben. Wahrscheinlich diese Questing-Typen, weswegen wir das wahrscheinlich auch aufnehmen müssen. So gewinnen wir auch erstmal theoretisch so. Ja, genau, also, und wenn unser Gegner dann Removal-Spell für den Flutterfox hat oder so, dann war das halt alles, naja, umsonst ist übertrieben. Oh boy. Der hat jetzt Reach. Okay. Und 5 Power. Glaube Ja, nur, dass das weiß nicht. mehr 5 für. Power schreckt mich jetzt noch nicht so ab. Nö, können wir werden wohl einmal 5 Schaden nehmen. Wir haben, glaube ich, keine Pazifisms, oder? Nö. Macht sonst noch was? Das ist ein Giant. Stirbt nicht, wenn wir Aber unseren wir sind Raincloak Giant casten. unseren Zaun spielen. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie der Spell davon heißt. Ah. Das wäre richtig gut so. Ja, nice. Wollen wir einfach mit dem Ardenvale-Taktischen im gegnerischen Zug Die die beiden beiden tappen. Reach-Kreaturen tappen? Ja, Okay. sehe ich ein. Aber wir, jetzt können wir auch angreifen, oder? Ja, mit dem Flutterfox? Ja. Also, ist halt free. Ja, genau. Sehe ich doch genauso. Wobei Zalei. ich, also glaube ich, in der gegnerischen Situation ja, auf jeden Fall blocken würde, weil es extrem wenig Tricks gibt, die plus 3 Power geben. Es gibt, also die beiden Common Adventure-Kreaturen geben halt beide plus 2. Es gibt den, der plus 2 untap macht und den, der plus 2 plus 0 gibt. Bei denen ist halt für unseren Gegner auf jeden Fall besser, den Block zu machen. Gleich kommen ein paar Bären. Na, noch nicht jetzt. Nee, nächsten Zug. Also, wenn weiter Landdrops gehittet werden, mal schauen. Und sie geht. Scheint ja nicht so viel Action zu haben. Bing, Bing. Weiß? Nicht weiß. Das ist unglücklich. Leider sind wir auch in Damage Offer mit First Strike plus dem Dragonfire, die Puppet zu töten. Ist ja auch nice. Wir greifen schon für 2 an, oder? Sure. Und hoffen, dass wir dieses Race gegen den 5-6er irgendwie gewinnen. Wie? Mal schauen. Naja, ich meine, sobald wir eine Weiß 10 geht, wir haben noch eine Menge Blockpotenzial. Das stimmt. Wobei wir bei diese, also diese Foods machen auch ziemlich viele Lebenspunkte. Das stimmt. Also, schneller werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Also wir werden schon Land brauchen. Oh, jetzt kommen 3 Bären. Welche ziemlich mäßig sind auf unserem Ja, also 1-3-2 der First die Strike. machen nicht besonders viel, aber die, also es ist schon schlechter für uns, als wenn sie stattdessen nicht da wären, Ja, oder? ja. Gibt es so Overrun-Effekte? Ja, es gibt einen Instant Speed Rare Overrun, der nicht Menschen Kreaturen plus 3 plus 3 gibt. Ja, klar. Garrox irgendwas, ne? Das Problem ist so ein bisschen, dass diese Token mit dem Equipment ziemlich gut werden. Ja, aber es kostet wenigstens 5 Mana. Wir können die immer hinterher immer noch mit dem Dragonfire abschießen. Okay. Immerhin. Also besser als nix. Und wenn wir einfach unseren Ogre legen, oder? Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie wir. Blocken. Wenn schon den Triple Block mit den 3 Nicht-Trebuchet-Kreaturen machen müssen, oder? Also unter der Prämisse, unser Gegner greift nicht nur mit noch mehr an. Sonst würde ich vermutlich Jump blocken und Kreaturen fressen. Ja. Aber die Frage ist auch, dann tauschen wir ja zwei, ha? Ja, wenn wir Auch noch die vermutlich. richtig. Also, wir behalten nicht den und nicht den. Ne, wir waren vermutlich die 2-2 Vanilla. Das ist schon schlecht gegen das Board mit Bären. Das stimmt, aber. Also, ich weiß nicht, ob Jump Blocken besser für uns ist.
Weiß nicht mehr. Wir haben ja echt eine Menge Oder, Jump. also wir können auch versuchen, einfach noch diesen Zug das einmal für 5 zu nehmen, aber dann haben wir das Problem, dass danach ungetappte Bären mit plus 3 Kombo-Tricks uns einfach umbringen. Ja, nee, ich glaube, wenn wir diesen Fox da rein, der macht eh Okay. nichts. Ja, sehe ich auch ein. Dann hoffen wir einfach, dass wir irgendwann mal ein weißes ziehen für unseren Kiss. Wenn wir noch einen Mountain ziehen, können wir auch den da spielen, dann tauschen die beiden. Ja, das wäre auch ganz gut. Dann haben wir hinterher immer noch okay Blocks. Solange unser Gegner nicht komplett absurde Sachen macht. So eine 1-2-Kreatur wahrscheinlich casten. Das ist schon sehr, sehr grindy. I like it. Und also, das ist ja noch nicht mal das richtige Matchup dafür. Da gibt es schon ordentlich langsame Spieler. Muss man sich ein bisschen Zeit nehmen für das Format. Wobei der Okay, ein den ist. können wir theoretisch abrüsten. Ja, stirbt auch einfach an unserem First Strike, also so schlimm ist der nicht, aber. Weil der nichts anderes. Ja, der kann nur anderen. Naja, dann können halt die mal angreifen. Wenn er sich selbst pumpen würde, wäre der, glaube ich, ganz schön gut. Dann wäre der sehr wahrscheinlich immer am Deck in Richmond. Also es Fair. gibt schon viele gute monogrüne Karten. Wäre gut mit diesem Artefakt, was billiger wird. The Great Henge. Pff, ja. Ist auch so gar nicht so schrecklich damit, vielleicht. Also wenn man es dann mit einer 5-Power-Kreatur hinkriegt. So, Plains? Plains wäre großartig. Ich würde mich wirklich freuen. Unser Gegner lässt uns noch zittern. Ja, wir Ziemlich noch gemein. umequippen. Oh ja, das Umequippen auf dem Surfer Iron könnte unangenehm sein. Aber dann werden wir uns wohl, also da wir eh Mana offen halten, können wir dann Beginning of Combat Scorching Dragonfire drauf spielen, gegebenenfalls. Na gut, da können wir aber nichts anderes. Also, wo gut, dann können wir den Wenn wir legen. Plains ziehen, können wir den trotzdem Ja. nehmen. Das müssen wir uns dann über, also das, ich glaube, ich davon abhängig machen, ob er ihn jetzt equippt oder nicht. Also, Kippen wäre schon geil, weil dann ist der nämlich auch nur noch 3 irgendwas. Verliert plus 2 plus 1, also ist er dann noch 3, 5. Ja, aber das ist ja egal, wie groß der 3-5er gegen den ist. Wie viel darf das sein? Ja. Das stimmt. Also vermutlich, wenn man. Ne, auf dem Bären, okay. Weird. Bär wäre jetzt nicht die Kreatur. Ja, auch. Hallo. Alright. Und wenn darf der einen Schaden gemacht? Ah ja, du hast schon in Manifest 2 irgendwo einen Respawn-Schaden gemacht, Ja. ne? Gut. Also wenn wir unsere Länder finden, dann können wir mit diesem Thundering Stroke unserem Gegner einige Schadenspunkte verpassen. Wie viel brauchen wir? Alle 7 müssen rot sein, oder was? Dann macht es 7 auf alle 3 Targets. Das wird wahrscheinlich knapp. Ja, ist nicht so spannend. Ah. Oh ja. Akzeptiert. Das war ein weirdes Play, das nicht letzten Zug schon zu machen. Dann müssen wir darauf hoffen, dass unser Gegner keinen Kombo-Trick hat. Dann wären wir ganz gut dabei, dann werden wir diesen Zug Das war wahrscheinlich ein nicht Fock, angegriffen. wenn es funktioniert. Ha? Das war einfach ein Fock, oder? So, also unser Gegner. Dann würde unser Gegner diesen Zug nicht angreifen, denke ich. Ja, klingt nach einem Und er Deal. hat halt auch kein Mana, also unser Gegner hat kein Mana mehr, um das Equipment diesen Zug nochmal zu equippen. Alright, Deswegen. alright, alright. Mal schauen. Und also wenn ein Trick da gewesen wäre, wäre der ja gerade schon gecastet worden einfach. Das ist interessant. Unser Gegner kann keinen Trick haben, ne? Also Eigentlich nicht. doppelblocken wir den einfach. Wäre ich dabei. Also weil der einzige Trick, denn die einzigen Tricks, die es gibt, retten die Kreatur ja. Die Inher, also den ihr Den, meinst. genau, Ja, und ja. das ist ja auch Wenn einfach super, super, wenn den zu unser Gegner, retten. ja, wenn unser Gegner was hätte, wäre auf jeden Fall der überleben. Okay. Ja, I agree. Komm, komm. Snapblock. Du Nee, willst der spielt es. auf jeden Fall nicht besonders schnell. So. Alright. Hallo. Tasty. So. Aber wollen wir einfach den Zug abgeben und mit dem True Love's Kiss wieder verhindern, dass unser Gegner uns angreift? Wir können Ich ja notfalls die Hurlbird abschießen. finde ich einen exzellenten Plan. Das erlaubt uns auch die Landdrop zu hitten, um den Gegner dann mit dem Stroke Das Problem umzuschießen. ist, wir ziehen keine Karte damit, wenn wir die da exilen wollen.
Ja, aber also wenn ziehen wir das Tallest Beast, okay, dann ziehen wir wahrscheinlich auch keine Karte. Weil dann die Kreatur auch in Response exiled wird und dann kein Ziel mehr hat. Weiß? Aber das Equipment können wir auf jeden Fall exilen. Und das würde uns ja auch den gleichen Block erlauben. Den wir Das. letzte Runde hatten, meinst du? Ja, genau. Ist halt, die Frage ist, was wichtiger ist. Dass der Gegner den 3-4er hat. Also wieso? Also das Wir Equipment ist schon sehr hart, ne? ja, wenn wir das Equipment Mit den exilen, ganzen dann. Bären. Also das klappt auf jeden Fall, dann ziehen wir eine Karte. Und hinterher können wir die Puppet wegtraden. Und das Tolle ist, also die Kreatur ist dann ja auch einfach weg. Das löst ja alle unsere Probleme quasi. Wir verlieren halt noch den Knight. Ja, okay. Aber also wenn das Equipment nicht mehr da ist, dann können Was wir wir halt unsere machen können, Kreatur. ist, wir können so blocken. Und dann erstmal Damage Order abwarten. Und wenn unser Gegner. Müssen es wahrscheinlich so machen, ne? Damit der andere. Ne. Wie ist denn die Reihenfolge, die immer passiert? Der Ogre zuerst dran klicken. Ich will. Ja, aber dann hat er ja den Knight immer noch vorgeschoben. Hä? Das ist mega Kann ich das weird. tauschen? Das geht auch gar nicht, ne? Anscheinend, wenn ich den Knight nehme. Okay, wir probieren mal Folgendes. Wir nehmen mal den da. Dann den. Dieser Knight will immer zuerst rein. Das ist Ne, vielleicht beim das First liegt Track immer einfach. darin, wie die angeordnet sind. Guck mal. So, der kommt jetzt nach vorne, dann kommt der. Wenn ich jetzt den wegnehme, dann kommt der auch nach vorne. Na gut, schade, können wir nichts Dann tun. blocken wir so. Wir Dann könnten blocken trotzdem sagen, dass unser Gegner sich entscheidet jetzt. Wobei unser Gegner vermutlich erstmal extrem verwirrt ist, was wir da gerade gemacht haben. wir. Ja. Ja! Hit it. Best Damage Order possible. Das klingt auch richtig schlecht, weil er jetzt, also, selbst wenn wir nur einen +2/+2-Trick haben, überlebt unser Errant einfach. Also, die Damage Order war total der Quatsch von unserem Gegner. Ja, passiert. Ich find's gut. Wie Gewinn viel? ist. Oh, cool, dann können wir sogar einen 2-Spell-Turn rausholen. Ja, Yes. okay. Es ist nicht der bestmögliche 2-Spell-Turn. Wollen wir mit den Trebuchets Schaden schießen und dann Ja, Sur'Kara casten? ich denke auch. Also hier Das gerade ist es. funktioniert aber nicht mit den Trebuchets, oder? Nein, Oh, das wäre leider nicht. geil. Aber mit dem Thundering Stroke. Ja. Das Einzige, man sollte das anders sequenzen gegen blaue Decks, dass man die ersten Response auf ihre Triggered Ability tappt, Okay. damit die nicht getappt sind, wenn der Knight gecountert wird. Ja, verstehe. Das ist hier jetzt egal, aber kann mal relevant sein. Okay, das sieht doch relativ entschärft aus hier. Ja, und die war das, was unser Gegner gemacht hat, nicht so gut. Also noch mehr schlecht als das, was wir gemacht haben. Die. Ja, also das, was wir abgeliefert haben von dem Deck, war schon nicht so schlecht, ne? Wir haben eigentlich nur passable Sachen gemacht. Wir hatten da nur ein bisschen Mana-Probleme. Das ist schon Das so. solltest du, ja. Aber ist quasi egal. Da habe ich doch gesagt, man mendigt die Sun Chance. Recht bekommen. Aber ja, die. Situation jetzt ist auf jeden Fall in Ordnung und die Trebuchets sind auch ganz gut, aber irgendwie ist das. Also, wir haben halt auch ein paar Karten im Deck, die wir wahrscheinlich lieber nicht in unserem Main Deck hätten. Ja, klar. Es ist halt die Frage, wie sich das Format so ausspielt, ob man halt ein sehr dichtes Deck hat, weil es so viele Playables gibt, oder man muss Ich sehr glaube, viel. häufig sind die Decks nicht so dicht dafür, aber das sind dann die, die einfarbig sind, weil man relativ gut einfarbige Decks draften kann in dem Format. So. Pingen den Gegner. Da, wenn wir Land hitten, ist er tot. Oder Control sie. its damage to player. Dann haben wir halt keinen Blocker, aber Ein Blocker weniger. na gut. Achso, aber wir müssen sogar Mana dafür zahlen, ne? Wenn wir ein Spell treffen, ja. Also grünes Mana, meine Ha. Wieso? ich. Achso, unser. Ja. Oh, wir kriegen sogar Ein einen Zwerg. Draw. Ja, Zwerg hat's großartig gemacht. Na dann. Mal sehen, ob Mythic Online uns. Achso, man kann einfach nur ein Ziel wählen. It's up to three targets, das ergibt Sinn. Catch. Oh, Trigger. Oh. Ey, wir hätten sogar 8 machen können. Ja. Ha? Naja, der enttappt. Ah, ne, der enttappt ja nicht. Das war nicht Wir hätten enttappt. mit dem Trebuchet noch einen Schaden machen können. Okay. Na gut, ich meine, das Das war. Sideboarden wird relativ mäßig Sie aus. haben keinen. Also es war kein Enchantment-Based Removal da, also kein Pacifism-ähnlicher Effekt. Und auch keine Walls für unser Blow Your House Down.
Auch das Feiers wäre gerade nicht so beeindruckend gewesen von den Ländern im Spiel. Nee, vielleicht Also sowas. Provisions, das wäre wahrscheinlich die spannendste Karte, die wir in unserem Board haben. Wenn der Gegner 3-4er hat, können halt viele unserer Sachen blocken. Aber Aber finde ich auch nicht umwerfend. ja, ich wäre auch mit Resub mit zufrieden ist übertrieben, aber So, ja. ja. Das ist Mountain Short of Everything, aber. Swamp. Das ist neu. Hä? Oh, okay, das war nicht, was ich erwartet habe, was hier passiert. Okay, spannend. Ich habe schon mal ein Spiel gesehen, wo zwei von diesen Archon mit Pazifism-Effekten enchanted waren, also mit dem blauen. Dann hat er seinem Gegner einen Ghostly Prison gebaut. War auch interessant. Ja. Hat also unser Gegner einfach zwei monofarbene Decks gedraftet, oder Das wäre was ist witzig. hier los? So, das müht jetzt für eins, ja? Ja, jeden Spieler. Okay. Vielleicht war unser Gegner nur sehr unlucky. Aber er hat ja auch nur grüne Spells gecastet. Ja. Also, ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Wie viele Karten draftet man? 42? Ja, Naja. dann spielen wir unseren Fox, ne? Ja, klingt doch gut. Und auch jetzt sogar eine ziemlich gute Kurve. Ich könnte sogar unseren Fuchs tappen. Oder unseren Archon in dem Zug, nachdem wir legen. Ist gut, dass der Knights tappt, aber wobei viele natürlich Human Knights sind. Vermutlich die meisten Knights. Ich habe nicht gezählt. Was passiert hier Welcher soll so? sein? Was passiert hier so? Warum sollten wir nicht blocken? Wir können nicht blocken. Der hat Flying, alles klar. Macht mehr Sinn. Einfach eine 1-1 Fee mit Upside. Das ist nicht so schlecht. Also, ja. Weiß nicht. Was ganz cool ist, ist, dass der relativ gut ist mit Konrad. Weil die beide Spieler mild und dann also on average hittet man wahrscheinlich so 0,7, 0,8 Kreaturen. Ist es dieser brokene 5-Drop? Ja, Mit genau. dem ist alles gut. Da ist völlig egal, was du Ja, machst. genau, da kann man schlechte Karten in sein Deck tun und hat trotzdem einen guten Ja, Effekt. ja, Das ja. meinte ich. Dieser Typ ist so Banane. Ja, der ist ziemlich broken, leider. Und vor allem, wenn mir hat erzählt, wie er auf dem Pre-Release dieses Ding gespielt hat, was Karten auf die Library legt. Also die Kreaturen auf die Library. Ah, ja, schöne Kombo. Und hat sich eine Emry auf die Library gelegt, die da wieder 4 müllt. So, das heißt, es waren irgendwie so 11 Damage allein nur durch Konrad. Okay. Das kann ich vielleicht mit zwei anderen Konrad-Stories. Ich habe sogar drei Konrad-Stories am Start. Konrad Stories scheint es eine Menge zu geben, Also, eine war Entwerted Giant, was nur die Menge an Schaden ein bisschen erhöht, weil er Each Opponent sagt, mit ja. allen seinen Abilities, Ja, richtig beziehungsweise gut. Each Player. Und Ich glaube, wir wollen ja auch tauschen. den die Legion gegen Raid. Es ging Barrow Witches nicht so gut, die Knight wiederholt, wenn sie ins Spiel kommt. Das ist ein Ja. 5-Drop, aber ich denke, wir könnten das trotzdem machen. Wobei, Meinst du, angreifen mit unserem Gegner so schwer? Da der Archon sein Angreifen ein bisschen disrupted, könnten wir uns, glaube ich, leisten, diesen Zug nicht zu blocken. Aber viele Sachen von uns blocken halt. Na gut, wir haben auch echt gute Blocker, so im Prinzip. Ja. Alright, probieren wir es aus. Also, kurze Zusammenfassung: Ja. Konrad mit der Katze, die aus dem Friedhof wiederkommt, wenn man Ja. Treasure opfert, und dem Food, Ding. Cauldron, dem Ofen, Ja. weil Konrad auch triggert, wenn eine Kreatur deinen Friedhof verlässt. Ja, und dann die Und Katze dann drained ja sowieso nochmal. rennt die Katze, dann opfert man die Katze wieder. Okay, den müssen wir aber irgendwie abschaffen. Ja, aber. Ja, wir werden den schon scorchen müssen, oder? Ja, ich will nicht, dass der irgendwie indestructible kommen kann. Aber dann können wir doch den scorchen und dann unsere Dawnbridge legen, damit wir nächsten Zug mit einem Archon mit Haste angreifen können. Genau, außerdem blockt die ja wundervoll den 2-3er. Ja. Das kann zum Glück auch nicht so richtig schief gehen, weil also es gibt nicht so nervige Combo-Tricks wie Blade Brand oder Fathom Fleet Cutthroat Post Combat, die dann immer einen bestrafen, wenn man einfach nur so Free Blocks machen will. Ja. Und in Schwarz gibt es eigentlich fast, glaube ich, einfach nur einen richtigen Combo-Trick und der ist nicht besonders gut. Kann auch dem Haste geben. Das stimmt. Dann können wir gerade sehen. Ihr. Also, ja, dem. Dem Knight. Na gut. Der Knight. Ach, Deutsch ist schwer. Ihr Haste geben ist schon gut. Aber dann können wir natürlich nichts spielen. Also sie kann halt für drei angreifen, aber das kann der Archon, glaube ich, auch. Also erstmal müssen wir einen Mountain ziehen, damit das eine Option Oh, darstellt. man exilt sogar, wenn sie angreift. Okay. Ey! Unser Gegner ist also scheinbar nicht monoschwarz, aber irgendwie ist sein Deck Ja, aber du ihr meintest doch, Deck. dass er die Karte haben könnte. Habe ich gesagt, also du hast ja nur gesagt, was für
Naja, man Mass könnte Pump ja. Spells gibt es. Ich habe es überlegt, ob wir überhaupt dieses 7-Damage-Ding spielen, einfach für so. Müssen wir halt nicht, aber dann dachte ich mir, okay, wenn du meinst, unser Gegner könnte diese Karte haben, Das bevor wäre wir richtig. dann. Dann legen wir unseren Arcan, geben Haste. Die Raider müssen nicht angreifen, ne? Kriegen einfach 5 in der Luft. Die Raider greifen nicht an. Nö, also gibt ja keinen Grund dafür, oder? Wir können auch einfach pumpen, dann sind es vier. Das ist vielleicht besser. Das ist schon richtig. Also haben wir Angst vor irgendwas? Ich glaube nicht. Nö. Also, es gibt diesen Instant Speed, dieses Festus Funeral, aber das wird wohl auf den Archon gespielt, wenn unser Gegner das hat. Wir nehmen halt wieder 3 Damage, aber jetzt sind wir ziemlich weit vorne. Einverstanden. Scheinbar ist unser Gegner auch Khalas Groot. Zweimal. Aber auch, also, Ne, ich glaube, das wird nur reingesplasht. Also ein paar grüne Karten. Okay, aber also das, ich würde sehr gerne sehen, wie das gegnerische, die gegnerischen 45 aussehen. Stimmt, gibt es 45 Karten? Gibt ja kein Basic, oder was? Doch, es gibt Basics in dem Set. Also 42 Karten. Hm. Das ist richtig. Da ist eine interessante Änderung. Ab nächstem Set wird das Basic immer im Pack gelassen. Also auch in Paper-Events. Ich vermute, das ist für Pro-Touren Im wahrscheinlich Pack egal. gelassen. Weil da ja mal, also hier bei 20 waren ja diese Duels ab und zu in den Basic Land Slots und deswegen Ja. mussten die Basics drin gelassen werden. Ja. Und deswegen hat Wizard sich entschieden, weil sie das ja schon ab und zu machen wollen, dass sie einfach sagen, okay, lasst einfach immer die Karten in den Pack, in den Basic Land Slot. Das Aber wird achso, einfach. wenn man sie rausnimmt für Draften oder so. Ja, genau, weil Ja. einfach häufig, also jetzt gerade kann man ja bei Throne of Eldraine nimmt man ja das Basic Land und den Token raus. Genau. Und ab nächstem Set nimmt man dann einfach nie irgendwas raus. Ja, okay. So, also der Gegner scheint irgendeinen Plan zu haben. Oder doch nicht? Ich habe doch gesagt, bei Ruiches. Der 3-4er? Ja, genau, der Knight Ja, wiederholt. aber na gut, würde man den einfach gar nicht spielen oder was? Also, ich würde wenig der Karten spielen, die im gegnerischen Deck sind, wenn ich es mir aussuchen kann. Dieser Na, Kommentrick ist hä, nämlich der auch. ist doch fair, oder? Ja, der Lost Legion, die ist in Ordnung, die Die Karte. ist fair. Ich glaube, die ist jetzt auch nicht super schlecht. Kommt Nee, auch so ein bisschen nee. auf an, was du für. Also, der Eye Collector, wenn man irgendwie tatsächlich Graveyard-Synergien hat, es gibt ja diesen Deathless Knight, tatsächlich Conrad selbst und die Katze, die Food Snackt. Mit all diesen Karten ist eigentlich ganz cool. Das hier. Und falls man. Also, ich weiß nicht, ob das Mühldeck jetzt schwarz-blau ist. Aber ich gehe mal davon aus, Okay, dass es muss ich. ein Mühldeck gibt. Ja, also das Mülldeck ist schwarz-blau. Wofür hat unser Genetz 1? Achso, fürs Angreifen. Muss er. Ja, ich dachte, kommt jetzt irgendwas. Nee, okay. Ja, ich dachte auch jetzt, Blacklands Und ich Paragon? meine, der hat immer. Der mit gerade die sechste Karte. Achso, das ist übrigens mir gerade eingefallen, es gibt einen schwarzen Kombo-Trick. Es gibt eine Rare, die einen Knight Instant, Death also Touch, 3-1 ja. Flash. Den habe ich schon im Standard gespielt. Ja, der ist So. auch gut. Oh, wir können Haste geben. Und dann direkt mit dem Knight auch noch hinterher schießen. Das kann ich eigentlich ganz gut. Da machen wir viel Damage nicht commit-basiert und mit dem. Aber wir können den Knight leider nicht in die Raider reintappen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich unser Trebuchet in die Raider tappen, statt dem zweiten Ping. Das ist, glaube ich, besser. Dass wir den Trebuchet tappen. Also, wir werden Trebuchet casten, Haste geben, tappen. Nein. Halt Priorität. Brauche ich nicht. Brauchst du nicht? Ah, der macht das auch so. Achso, jetzt hätte ich es. Oh Mann! Wir haben es geschafft. Unser Gegner macht noch was. Komm, du willst reagieren. Bitte! Na, ist schon okay. Yes, siehst du? Tatsächlich, der hat Das Ding reagiert! resolved. Okay, dann haben wir auch keinen Fehler gemacht. Ist ja nichts passiert. Ist richtig, ja. Okay, cool.